Wir besprechen heute Tesla. Lang erwartet die letzten Tage. Es waren, glaube ich, über 300 Kommentare, die gesagt haben, jetzt, wenn die Quartalszahlen veröffentlicht werden, sprech bitte über Tesla, geh die Aktie durch. Wie seht ihr das aktuell? Kommt es doch noch zu einem Absturz oder dreht der Markt so, wie ihr es in den letzten Wochen angekündigt habt? Und jetzt haben wir die Quartalszahlen und es wird, ja, ich freue mich schon sehr darauf, weil es zeigt, dass die Börse in keinster Weise irgendwie rational verläuft. Das kann mir keiner erklären. Schreibt heute mal in die Kommentare rein, warum ihr denkt, dass nach Verkündung der Quartalszahlen der Kurs jetzt so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Wir schauen uns alles an. Mittel- bis langfristiges Ziel bei Tesla. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich möchte heute ein bisschen schneller machen, denn mein Gepäck steht bereits hier hinter der Kamera. Ich fliege direkt nach diesem Video nach Hamburg, werde morgen Abend bei Fair Talk wieder dabei sein. Das ist die Talkshow von Jens Lehrich. Da geht es darum, wie man in der heutigen schweren Zeit unternehmerisch nach wie vor erfolgreich sein kann. Welche Innovationen und welches Mindset muss man haben, um aktuell weiter sein Unternehmen voranzubringen. Darüber spreche ich morgen Abend in Hamburg bei Fair Talk. Wer noch dabei sein möchte, kann jetzt noch Tickets erwerben. Unten in der Videobeschreibung ist der Link drin. Also starten wir direkt mal los mit Tesla. Very interesting, sage ich da nur. Also, gehen wir als erstes mal auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Wir haben ja unseren eigenen Newsroom. Der hat letzten Monat übrigens wieder einen neuen Rekord gemacht. Über 800.000 Aufrufe in einem Monat auf den HKCM Newsroom, wo unsere eigenen Finanzjournalisten unabhängig und kritisch die eigenen HKCM Newsberichte verfassen. Und der ganz aktuelle von heute, 24.04., stärkster Umsatzrückgang seit 2012, Elon Musk trotz Tesla-Schwäche optimistisch. Ich kann jedem nur empfehlen, nehmt euch nachher kurz die 5 Minuten Zeit, lest das Ganze durch, weil es ist wirklich erstaunlich, welche Zahlen veröffentlicht wurden und was die Reaktion darauf war. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass er das irgendwie noch logisch nachvollziehen kann, was ja wieder dem gleichkommt, was ich immer sage. Fundamentaldaten treiben nicht den Markt. Wenn das so wäre, hätten wir nach Börsenschluss gestern einen absoluten Crash sehen müssen bei der Tesla-Aktie. Warum ist das so? Gehen wir mal ganz kurz durch. Also, ich lese es mal hier drin. Wie gesagt, ich kann jedem nur raten, lest euch den Bericht selber durch. Tesla unterbietet selbst vorsichtige Prognosen. Unterbietet wohlgemerkt. Selten wurden die Bilanzen des ehemaligen Tech-Top-Performers so bang erwartet. Die Börsenstimmung in den Stunden vor Veröffentlichung glich gestern dem fieberhaften Countdown zur Vorstellung der Quartalszahlen von Chip-Gigant Nvidia vor einem Monat. Nahezu allein schien der Hardware-Riese damals die Investorenhoffnungen in künstliche Intelligenz zu schultern, die den großen nordamerikanischen Indizes zu immer neuen Höchstständen verhalf. Und entsprechend fragil schien diese kollektive Abhängigkeit von den Geschäftsergebnissen eines einzelnen Konzerns. Nvidia aber lieferte und der Markt atmete auf. Zum Offenbarungseid geriet gestern auch Teslas Abschlussstatistik für die zurückliegenden 3 Monate. Noch kurz vor dem gestrigen Abend hatten viele Analysten ihre Erwartungen nach unten korrigiert. Zu schwach schienen jüngst rekordverdächtig rückläufige Verkaufszahlen. Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz aus China and so on. Ihr könnt euch das alles durchlesen. Auf was ich jetzt eingehen möchte, bevor ich direkt mal auf die Live-Charts gehe und unsere Prognose dann zeige, ist hier tabellarisch zusammengestellt die Quartalszahlen. Finales Ergebnis und Analystenschätzungen. Das ist wichtig und das ist das, auf was wir schauen. Was hat der Markt erwartet? Was ist dann passiert? Die Analystenschätzungen für Q1 2024 waren 22,2 Milliarden. Das finale Ergebnis waren 21,3. Das ist minus 8,7 year over year, also von Jahr zu Jahr gerechnet. Ja? Dann hatten wir Umsatz mit Autos. Da gab es keine Analystenschätzungen. Da hatten wir dann jetzt einen Umsatz von 17,38 Milliarden. Das ist year to year ein Minus von 13%. Dann hatten wir den sogenannten EPS, Earnings per Shares, auf Englisch. Auf Deutsch ist es der Gewinn je Aktie. Da gingen die Analysten von 49 Cent aus.
es wurden etwas weniger, 45 Cent. Year over year ist es jedoch ein Minus von minus 47%. Nettogewinn, Analystenschätzungen 1,91 Milliarden und es wurden 1,54 Milliarden, was schon deutlich darunter liegt. Wie gesagt, das waren vorsichtige Analystenschätzungen, die sich davor noch runterkorrigiert haben. Und das ist year over year ein Minus von 47,44%. Katastrophe. Das kann nur eines bedeuten, die Tesla-Aktie muss jetzt, wenn wir der Logik folgen, gute Zahlen, gute Ergebnisse, Kurs steigt, schlechte Zahlen, schlechte Ergebnisse, Kurs fällt. Ja, ist ja ganz klar, was passieren muss. Der Kurs muss fallen. Schauen wir mal ganz kurz an, was wir vor Verkündung der Quartalszahlen in unserem Update gesagt haben, was unsere Prognose war. Die letzten Wochen übrigens, schauen Sie die letzten Videos an. Wir hatten keine Ahnung, wie das Ergebnis läuft. Wir erstellen eine reine Errechnung auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik unter völliger Ignorierung der Fundamentaldaten, wofür wir immer angegriffen werden. Wie könnt ihr nur? Das ist Schwachsinn, das kann man nicht machen. Also schauen wir uns den Chart an. 18.04.2024. Wir gehen jetzt auf den Tesla 4-Stunden-Chart. Wir sehen, unsere Prognose ist ein weiteres Abfallen unter die bisherige Unterstützung von Mai runter in Richtung 140 bis 135. Dort zeigt das Ganze hin. Dort soll sich dann der Boden bilden. Abschluss der blauen Welle 2. Innerhalb dessen soll sich die ABC-Korrektur erschöpfen. Und von dort aus, man kann es mit dem grünen Pfeil sehen, soll es wieder nach oben gehen. Also zwischen 140 und 135 den Boden finden. Von dort aus weiterer Anstieg und damit Abschluss der Abwärtsbewegung. Das war unsere Prognose am 18. Ich könnte auch noch weiter zurückgehen. Ist der Chart exakt der gleiche. So, und jetzt schauen wir uns den Live-Chart an. 4-Stunden-Chart hier bei Tesla. So, und was ist jetzt die Situation? Wir haben das Tief ausgebaut bei $138,80 Boden. Seitdem ist der Markt, nachbörslich wohlgemerkt gestern, um ganz knapp 18%, es sind 17,96% angestiegen. Alles nachbörslich. Das zeige ich gleich auf einem anderen Chart. Dort wird es nicht angezeigt, weil wir dort Daily Candles nutzen. Und dort werden nachbörsliche Bewegungen nicht angezeigt. Ja, was ist unsere Erwartung hier? Man kann es ganz klar sehen. Wir gehen davon aus, trotz katastrophaler Zahlen, ja, um es mal ganz klar zu sagen, hat das keinerlei Auswirkungen gehabt. Null. Schreibt bitte in die Kommentare rein und bitte ehrlich sein mit sich selber. Wie ist sowas erklärbar? Außer das, was wir immer wieder sagen. In der langfristigen Entwicklung eines Marktes haben Fundamentaldaten, wenn es um ein zyklisches Tief geht, keinen Einfluss mehr. Das ist unsere Theorie, die ich seit Jahren so verkünde. Jetzt darf jeder mal reinschreiben, wie ist das möglich nach solchen Quartalszahlen, dass wir nicht direkt auf 120, 110 oder $100 gefallen sind, sondern im Gegenteil 18% ansteigen nachbörslich, nach Verkündung der Zahlen. Wie gesagt, während ich das aufnehme, hat die Börse noch nicht geöffnet. Unser primäres Szenario ist jetzt in der Erwartung von 75%, kann man sehen, warum, weil das Sekundärszenario sagt, dass wir hier nochmal unter die $100 fallen, zu 25%, um dann diese zwei hier abzuschließen, wie gesagt, mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit. Primär gehen wir davon aus, dass der Kurs jetzt seinen Boden gefunden hat und wir uns jetzt am Anfang einer stärkeren Aufwärtsbewegung, und zwar hier der Welle 1 sehen. Langfristig gesehen schauen wir uns das Ganze auch noch an. Das ist jetzt hier unser Daily Chart, also D für jede Kerze täglich gesehen. Auf einem Daily Chart werden nachbörsliche Bewegungen nicht angezeigt. Deswegen nicht wundern, dass der Kurs hier unten noch ist bei 144,68 und hier steht jetzt eben Pre-Market 160,50. Ja, das wird noch nicht angezeigt. Erst bei der Eröffnung wird man diesen Spike hier sehen, den man wiederum auf dem 4-Stunden-Chart hier schon wahrnehmen kann. Das nur mal kurz zur Erklärung. Ziele bleiben exakt die gleichen, wie wir es gesagt haben. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Tesla für uns ein sehr bullischer Wert ist, ein Wert, in den wir investiert bleiben wollen, in den wir Positionen nachkaufen werden. Ganz klar, ich bin selber noch, ich müsste jetzt mal schauen, ich habe noch nicht heute Morgen in mein Depot reingeschaut, jetzt sind es natürlich wieder deutlich weniger Prozent Verlust, aber ich stand gestern wahrscheinlich mit 38% im Minus. Ja, so ist das nun mal, mit manchen Positionen geht man auch in die roten Zahlen, deswegen einfach immer ruhig bleiben, Geduld haben, auch wenn wir teilweise
die Bereiche nicht treffen. Langfristig liegen wir in den allermeisten Fällen richtig. Unser langfristiges Ziel ist ein Bereich zwischen $967 und $1223. Und ja, da haben wir aktuell noch sehr viel Platz nach oben. Vielleicht kurz noch gezeigt, wie sind wir hier portfoliomäßig aufgestellt. Zu guter Letzt, Tech 33 hat sich schon wieder massiv erholt. Jetzt aktuell wieder mit 55,54% im Plus. Gehen wir mal runter. Schauen uns das Ganze an. Oh, Coinbase hat es auch wieder nach oben gedrückt, deutlich über 200% im Plus jetzt. Und hier haben wir Tesla, jetzt sind es aktuell noch 21,55, da standen wir über 30% im Verlust. Und auch PayPal hat leicht aufgeholt, das sind unsere zwei einzigen Positionen im Gesamtportfolio, die noch im Minus stehen. Also auch hier sind wir guter Dinge, wir werden demnächst sehr wahrscheinlich bei Tesla eine weitere Position nachkaufen. Die Gesamtallokierung zu unserem Portfolio ist ja bisher nur in Anführungszeichen 7,79%. Da kann man also noch aufstocken. Wenn wir das tun werden, werden wir eine weitere Nachricht verschicken an die Abonnenten des Tech33-Pakets mit allen Daten zum Einstieg, allen Koordinaten, die sie brauchen. Ich hoffe, das Ganze war ein Mehrwert. Ich kann nicht mehr sagen, außer lest euch den Bericht durch jetzt auf unserem Newsroom hier zu Tesla. Übrigens geschrieben von Simeon Koch, kann ich nur sagen, hervorragend erstellt und zwar in kurzer Zeit. Der hat es gestern Abend nach Verkündung der Quartalszahlen noch runtergeschrieben, damit ich es heute Morgen im Bericht veröffentlichen kann. Simeon, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche allen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Macht's gut. Danke.